So Leute, da sind wir beim nächsten Mal. Wir haben Vegan-Pile gegen Sneak Show. Ich habe immer den Dommer eingeladen. Guten Tag. Und ja, mal gucken, was hier so abgeht. Die würfeln erstmal drum, wer anfangen darf. 8 gegen 7. Also darf das Vegan-Pile anfangen. Vegan-Pile hier mit 5-Color. Wenig wegen Corona oder so, haben sie jetzt schon gesagt. Ganz interessant. Haben vorher aber beide dieselben Würfel benutzt. Ja, ja. Aber abheben beim Gegner ist nicht. Ringelpiece mit anfassen. Ja, yeah, genau. Natürlich sehr gut. Ja, Sneak Show gegen sowas wie 4-Color, Control, Magic ja. Style. Eigentlich Vorteil, oder? Ich meine, du kennst dich mit Sneak Show ein bisschen besser aus. Kevin hat halt die Counter mit drin in dem ja. Deck. Gegen Maverick an sich ist Sneak and Show eigentlich relativ gut ausgestellt, aber ja. durch den Counteranteil ist das halt ein bisschen lästig tatsächlich. Plus halt, er kann sowas wie Questing Beast raussuchen, was, wenn du halt nichts hast, was bei ja, dem Deck ja auch passieren kann, ja. schon schnell eng wird. Ja. Ja, das sehe ich auch. Wir haben hier einen Fetch von dem veganen Paar, wahrscheinlich auf eine Grünquelle. Ich habe auf der Hand einen Noble Hierarch gesehen. Ja, entweder Noble Hierarch oder halt Gilded Goose. Ne? Mhm. Und weil der Goose ein bisschen schlimmer ist, weil der Goose ja auch tatsächlich blocken kann, so eine Emrakul mal, wenn ja. man überhaupt Permanente hat. So ein fliegendes. Wie viel hat er? 0-2, ne? 0-2, ja, ja, genau. ja. Gut. Auf der anderen Seite, ich sehe beim Snake-Show-Spieler nur einen Forsaville und Grizzlebrand. Ich habe keinerlei roten Karten gesehen. Ich habe eine Insel, irgendein Soulland. Ja. Ja, wunderschöne Insel, by the way. Nen Ponda, okay. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Ponda? Das ist jetzt die Frage. Ich habe einen Emrakul gesehen, einen Show and Tell und eine Insel. Das wäre ja schon nicht so schlecht. Draw? ja, Draw. Draw, go. Das ist sehr interessante erste Runde. Ja, der Klassiker von beiden so. Ich rampe, ich gucke. Ja, okay, Christoph, könnte auch noch ein Delver sein bei dem. Was der da abzieht. Ja, aber Insel ist sehr, sehr selten. Ich hätte jetzt eher so... Ah, es sind keine Snow-Covered-Insel, deswegen kann er nicht faken. Irgendwie so ein Control-Deck. Nee, leider nicht. Das wäre es noch. Ja, das ist auch so dieses Mini-Ding, dass man meiner Meinung nach aktuell nur Snow-Covered-Länder spielen sollte. Ja, also durchgehend. Einfach nur, um zu faken, dass man ja Astrolab spielt. Selbst dann kriegst du das Control. Und da ja. kommt der Oko. Ein schöner Oko. Das ist jetzt die Frage, inwiefern der ein Problem ist, ne? Naja, man kann halt jetzt nicht mehr Show and Tell, ich sehe auf jeden Fall ein Show and Tell in Christophs Hand und ein Duel. Man kann einfach nicht mehr Show and Tell into Emrakul Go sagen. Nee, dann wird der Emrakul zum 3-3-L, das wird genau. ein bisschen schlecht. Da wird ein Ponda für einen Force geditcht und der Oko muss weg, wahrscheinlich genau aus dem Grund. Gehe ich auch mal von aus, weil er hat ja das Soulland, ich gehe mal dafür. Ja, da geht er dafür. Ja, Show and Tell. Aha, da kann man doch einigen wahrscheinlich. Okay. Und Grizzlebrand. Oh. Hat ein ETB. Kotl. ja, aber nur ein Kotl Draw. Jetzt Swords to Plowshares, wenn das jetzt fliegt, dann wäre natürlich nice. Aber ich habe jetzt auch schon einen Teferi gesehen. Teferi Bounce wäre natürlich auch richtig nice. Mhm, der ist strong. Aktuell hat die Kotl noch kein Death Touch. Die hat er erst bei 3 anderen Snow-Covers. Also das wird jetzt auch schwer, die so schnell und mit Death Touch in Leben ja. zu holen. Aber jetzt kann er halt erst mal der muss, ziehen. Ja, er kann ziehen, der darf nicht resolven, glaube ich. 4, 6, 7. Ja. Jetzt ist er auf 12. Ich sehe aber keinen Force of Will. Ich sehe keinen Force of Will. Blöde ist, ja okay, die Kotl hat noch keinen Death Touch. Ne? Ja. Okay, wird nochmal. Oh. ja, da wird wahrscheinlich ein Force of Will gesucht, weil das Force of Will muss halt jetzt langsam kommen. Mhm. Jetzt definitiv. Sonst hast du halt viel zu viel reingebuttert und kriegst nichts raus. Mhm, ich habe auch einen Force gesehen. Force war da, ja. Schon mal hinlegen. Ja. Und dann erstmal gucken, was man überhaupt von den ganzen. Wie viele Handkarten hat er jetzt? 18? 7, 14, ja, 18, 19. 19. Was man da so ditchen kann. Hübscher Brainstorm. Aus dem Jays Spellbook. Oh, das Deck, das zieht aus, ey. Wunderschön, oh. wunderschön. Mindestens hat er noch die Force da drin. Ja, die sollen gegen die Yu-Gi-Oh! Force ausgetauscht werden. Ich weiß, aber ich ja. mag's nicht. ja, es ist jedem selbst überlassen, was er macht.
Ich frage jetzt, ob jetzt ein Force zurückkommen kann. Das wäre natürlich jetzt richtig nice. Ich glaube, der Kevin geht jetzt gerade auf den Swords. Das wäre halt jetzt echt krass, wenn man jetzt das Ding forcen könnte und dann wirklich noch für zwei mit der Kotal hauen dürfte. Das wäre richtig strong. Hat sich Christoph schon fürs Force die Leben abgezogen? Ja, deswegen ist er auf vier. Okay. Brainstorm. Da wird wohl nach dem Force gesucht. Das Force für das Force. Ich sehe nur einen weiteren Brainstorm. Gott, oh. Wasteland. Also zwei Länder habe ich gesehen. Ja, auf jeden Wasteland Fall. Und eine Savannah, glaube ich. Die jetzt oben drauf gelegt werden, anscheinend. Mhm. Aber ansonsten ist Chauntel hier ziemlich gut im Driver's Seat. Oh. Wenn er jetzt gleich mit diesen ganzen Handkarten in seine Runde geht. Stimmt! Ja, Sneak Attack finden, zuhauen. Das kommt ja jetzt alles erst. Das ist ja das Schöne. Ja, okay, er hat aber kein Petal vielleicht noch auf der Hand, aber er hat jetzt gerade kein rotes Mana für die Sneak Attack. Ja. Da geht der Teferi. Und dann ist es so, wie gesagt, Kotal noch kein Death Touch. Eine Menge Handkarten. Ja, jetzt hat er halt im Endeffekt alles, was er will. Ja, da Petal, ist Petal, da Petal. Ist Petal. Oh, jetzt so. Sneak Attack into Emrakul, into Beat. Das Deck müsste so eigentlich komplett rund sein. So viel Foils, wie der da drin hat. Ja, nee. Nee, der ist übrigens auch voll, dieser Brainstorm. Ich habe noch nicht genug Handkarten. Genau. Das ist halt, wenn dem Deck halt noch was fehlt. Das passiert dem Deck, glaube ich, regelmäßig, meiner Meinung nach. Das passiert so oft. Also es öfter als es sollte, meiner Meinung nach, bei einem AB-Kombo. Wobei das halt noch nicht die, ich glaube, das ist noch nicht die Liste mit Grün, die aktuell gespielt wird. Nee, aktuell ist keine Grünliste, ist kein pures Omnitel, wie es aktuell gespielt wird. Was ja Sneak and Show, wie der Name schon sagt. Ja. Ja, es ist theoretisch schon irgendwo Sneak und Omni. Omni-Show müsste man, glaube ich, eigentlich nennen. Da es eigentlich auch noch Wish spielt, so ist es nicht. Ja. Mhm. Fetchland. Das Galdingtarn ist das, glaube ich, als Fetchland. Ich habe keine Ahnung. Das sind guten alten Expedition-Länder. Oh. Okay, eine Insel gesucht. What a move. Ja. Mismatch Basics, by the way. Aber beide voll. Ja. Aber beide voll. Er hat auch noch die aus dem Unsanctioned, aus diesem neuen Unset, was einfach nur dieses große Packen war. Ja. Da hat er auch eine von drin, glaube ich. Also er hat die wirklich schön gesplittet. Die sind aber auch schön in voll. Weil die diesen komischen Rand da haben. Die haben so einen richtig geilen Rand. Ja. Ponda sucht. Weil die Unstaples sind halt auch schön. Ja. Ah, Showntail. Noch ein Showntail. Ja, die Mana gefloatet. Macht man hier jetzt noch einen Showntail? Ah, okay. Ja, auf Nomis, das ist okay. Omnitail zu gehen, das ist halt solide. Ja. Dann Wish-Combo bedeutet, der Wish sucht sich. Ich hab zwar einen Grisselbrand und einen Emrakul, aber ich kann dich auch mit einem Wish töten. Ja. Also jetzt hat er, also gut, der hat 14 Karten gezogen, plus ein Draw, plus ein Brainstorm. Ja. Plus noch Karten auf der Hand. Der hat 22 Karten benutzt oder so. Ja, der hatte allein durch den Draw und den Brainstorm und den anderen Quatsch hat er ja schon 14 plus 3 plus 1 sind 18, hat er 18 Handkarten gesehen. Ja. Zusätzlich, ist schon ziemlich gut. Ja, jetzt halt die Frage, was boardet man als Showtell-Spieler gegen so ein Deck? Nimmt man die Blood Moons rein? In der Hoffnung einfach nur, dass auf der anderen Seite Kevin fängt an. Da würde ich schon eher lassen, weil wenn ich Kevin wäre, würde ich dann Turn 1 entweder auf ein Basic gehen oder auf ein Mana Dog. Hm. Dann sind die Blood Moons schon fast egal. Gerade gegen Kevins Deck kann der ja das sehr gut machen. Ich würde tatsächlich, ich weiß nicht, ob er wohl kein Egg Fallout oder so im Sideboard hat. Er hat die normalen Pyroclasms, glaube ich, drin. Also die du tutoren kannst. Nee, die nicht tutoren kannst, die du reinboarden müsstest, genau. Dann die würde ich halt reinboarden, weil die räumen die ganzen Mana-Dogs ab. Und die Kotals. Ja. Weil wenn die Death Touch hat, ist die schon ziemlich wichtig. Dann ist die echt ärgerlich. Weil der Emrakul hat halt keinen Trampel, ne? Mhm. Ja, beide bei dem Mulligan? Beide Mulligan. Beide mit Mulligan, Tatsache.
Und eine schöne Matte hat der Christoph. Hm. Ich finde die tatsächlich von Kevin viel schöner, weil es nämlich meine. Ich habe mir das schon fast gedacht. Immer diese Schleichwerbung hier. Ja, Schleichwerbung kann ich aktuell nicht machen. Weil beide benutzen keine Tokens, deswegen kann ich nicht für meinen Sponsor MTG Tokens für MTG.com Werbung machen. Ja, ja, ist klar. Aber. Nicht offiziell, aber. Aber unten in der Beschreibung könnt ihr. Tokens für MTG. Ja. Die sind halt schön. Codes, ne? Das ist korrekt. Das ist dasselbe, was Kevin auch immer sagt. Alle, jedes zweite Wort, was Kevin ja sagt, ist: Schreibt es jetzt in die Kommentare, Freunde. Finde ich auch immer sehr amüsant. Das macht sehr, sehr viel Spaß damit. Brainstorm. Ponder into Brainstorm für ein Sneakshow-Deck. Brainstorm vom Landdrop. Das ist natürlich sehr gut. Das macht die Brainstorms meistens besser. Ja, wenn du nicht gegen Days spielst, auf jeden Fall. Ja, stimmt schon. Es dauert ein bisschen mehr Handkarten. Brainstorm, mit die beste Sorcery, die man so finden kann. Ja, ja, das ist korrekt. Das ist echt korrekt. Demon's Fetch. Er hat auf jeden Fall noch einen Volcanic auf der Hand. Ist die Frage, ob er jetzt auf ein Basic. Ja. Ja, okay, Kevin hat halt Wastelands drin. Genau. Und die können halt, wenn sie falsch hitten, echt wehtun. Ja, und können einen auch wirklich Mana screwen in dem Moment. Ja. Wohingegen Kevin sich ziemlich sicher sein kann, wenn du auch sagst, Blood Moon ist nicht so wahrscheinlich, dass er jetzt anfangen könnte, auch auf Duels zu gehen. So ist es nicht. Mhm. Die haben Basic gestartet. Okay, das stimmt. Ich habe auf jeden Fall schon mal einen Show and Tell gesehen auf der Hand. Preordain. Jetzt hat er auch alle Cantrips durch. Von Ponder into Brainstorm into Preordain. Nee, Intuition. Ah, Intuition, ja, stimmt. Ich hab's vergessen. Den hat er auch noch drin. Und zwar den neuen, den Errater. Ja, nicht. Da, wo man das Deck nicht mehr mischen darf, ist das, glaube ich, wa? Da darfst du das Deck nicht mehr mischen. Ne? Ja. Macht aber auch keinen Sinn. Karten unten drunter legen und dann Deck mischen, ist irgendwie doppelt gemuppelt. Naja, geht. Du kannst die Karten halt wieder ziehen, was halt jetzt nicht mehr geht. Ja, aber du könntest auch einfach sagen, mischen. Punkt. Das unten drunter legen könntest du weglassen. Wenn ich dich an den Green Sansini erinnern darf. Ja, den du zweimal mischen du musst. Du musst zweimal dein Deck mischen, ja? Ja, also, das stimmt. Ich habe in der Judge Academy gelernt, dass. Ja, ansonsten hier jetzt auf das Duel wahrscheinlich eine Kotl, würde ich mal von ausgehen. Würde ich auch von ausgehen. Also wenn er End of Turn einfach mal random Fetch macht, könnte natürlich jetzt auch End of Turn Brainstorm machen. Ja, kann er machen. Aber End of Turn Brainstorm ist halt nicht so gut, wie eine Sorcery zu haben, ne? Eben. Das ist die Frage. Ich würde jetzt schon fast für die Kotl gehen, weil dann hast du den Beater auf dem Board. Slowly but steady, ja, da kommt. Kotl zieht eine Karte. Puh, die würde ich im Leben nicht forcen. Nee. Außer man spielt mit Dazed. Das ist aktuell eine 19 Turn Clock. Ja, ja. Ja, mit Dazed kommt auch Sportset nur auf die Hand an. Ja. Die neuen Listen haben ja Dazed drin. Zum Teil. Ja, zum Teil. Es gibt aktuell ganz, ganz abstruse Listen, gerade bei einem Sneakshow. Kann man sich aktuell nicht so sicher sein. Und bei Kevin seinem veganen Pile kann man sowieso nicht mehr durchgucken. Nee, das ist sowieso. Hat der da 60 oder hat er 61 Grad? 61. Kevin spielt immer mit 61 Grad. Das sind wenigstens keine 80. Ich wollte gerade sagen, wird ja mittlerweile sind ja 80 der neue Shit. Ja. Weil ich mir nicht sicher bin, ob eins der beiden Decks von einem Companion profitieren könnte. Ich glaube nicht. Du hast in Sneak and Show eh fast nur Luft drin. Ich wüsste gar nicht, wen du bei Sneak and Show als Companion nehmen könntest. Und Kevin wird ins Vegan-Pile einfach viel zu viel bescheuerten Stuff reinpumpen. Ja, dann würde halt noch mehr Maverick-Kram wahrscheinlich reinkommen. Das ist so ein Maverick-Kram, der dann mit 20 Karten, die blau sind, in den Yorion-Control umgearbeitet wird. Aber er hat zumindest beide Farben drin. Ja, das ist korrekt. Das ist ja sonst nicht so der Fall. Ja, die Library kommt die. Nachbarn hat auch was. Da wird gebrainstormt. Nee, hat er schon enttappt. Die ist schon an Bord. Erst das. Ja, schon ziemlich gut, gerade weil die ja auch ziemlich viel Pulver zieht. Es ist natürlich relativ langsam, jetzt hat er kein Soulland gezogen, aber das sieht aus wie ein Showmanteil. Oh, da war ein Force bei Kevin. Ich sehe einen Force, aber. Ich weiß nicht, ob er einen Pitch hat. Nee, anscheinend nicht. Oder er will's ausspielen. Wasteland, okay. Omniscience into Brainstorm. Brainstorm. Okay, ne? Da ist ein Force auf der Hand. Ja, aber das andere ist irgendeine grüne Karte. Oh, Intuition. Nee, nicht Intuition. Das ist... Ja.
wo man sich drei raussucht, man holt sich drei Emrakul raus, spielt den Emrakul, geht hauen. Ja, easy 2-0 für Snickshow. Jo. War jetzt auch nichts, was der Vegan-Spieler hätte dagegen tun können. Ich gehe mal davon aus, Kevin hat die Kotel und die Library halt gebraucht für... Ja, zum Upsetten. Jo. Na gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.